Ab jetzt, Achi, rate ich jedem, der das Video sieht, ab jetzt, keine Interviews mehr mit diesen Leuten zu machen. Keine. Wenn sie auch zu euch zum Infostand kommen, Achi, blockt sie ab. Sagt, ich möchte kein Interview machen. Lasst sie filmen, wie sie wollen, aber macht kein Interview mit ihnen. Redet nicht mit ihnen, weil sie sind Verdreher und Lügner und unehrliche Menschen. Und mit unehrlichen Menschen reden wir nicht. 25 Millionen Exemplare des Koran wollen sogenannte Salafisten im deutschsprachigen Raum unter die Leute bringen. Eine Aktion, die bundesweit für Aufsehen sorgt. Die heilige Schrift des Islam missbraucht als Propagandamittel für eine radikal-islamische Bewegung. So sehen es die Sicherheitsbehörden. Der Koran in deutscher Sprache kostenlos für alle. In vielen Innenstädten läuft die Aktion weiter unter Beobachtung der Polizei. Ganze so warnen Verfassungsschützer ist womöglich ein als Geschenkeaktion getarnter islamistischer Werbefeldzug. Die Organisation Die wahre Religion steckt dahinter. Drahtzieher ist Ibrahim Abu Naji, den Experten für wesentlich gefährlicher halten als den als Hassprediger bekannten Pierre. Auch Naji verteilte schon selbst den Koran. Besonders im Internet versuchen Salafisten, orientierungslose Jugendliche zu radikalisieren. Die als radikal-islamisch geltende Gruppe sorgt mit dieser Aktion gerade bundesweit für Aufsehen und Aufregung. Insgesamt 25 Millionen Koranexemplare will sie insgesamt verteilen. Heute auch in Bielefeld. Eine Aktion, die viele kritisch sehen. Der Verfassungsschutz warnt sogar davor. Was tun wir denn? Was machen wir denn? Wir stellen uns auf die Straße, ja, wir stellen uns in die Innenstadt, machen einen Koran-Infostand und verteilen die Korane. So, wir haben doch das Recht, ja, was die anderen Leute auch haben, oder nicht? Ihr gebt doch das, dieses Recht, gebt doch den Zeugen Jehovas, den Baptisten, den Pfingster, die machen doch genau dasselbe. Wo ist das Problem? Ich kann ein Buch über Atheismus lesen, ich kann ein Buch über Christentum lesen, über Islam, über Judentum lesen, über Buddhismus, über Satanismus lesen. Wo ist das Problem? Lass die Leute doch lesen. Es kommt doch auf das Handeln an. Ganz einfach. Aber macht keine Lügen gegenüber die Muslime. Verdreht nicht. Die Salafisten sind die gefährlichste und die radikalste Strömung innerhalb des Islamismus. Die machen uns große Sorgen. Deshalb haben wir sie auch fest im Blick durch den Verfassungsschutz, durch die Polizei. Sie stellen wirklich eine Gefahr dar. Nicht jeder Salafist sei gewaltbereit. Doch hätten alle bekannten westlichen Terroristen dieser Ideologie sehr nahe gestanden. Nicht jeder Salafist ist ein Terrorist. Aber alle in Deutschland bekannten islamistischen Terroristen hatten Kontakt zu dieser Gruppierung. Die Salafisten wollen einen Scharia-Staat errichten. Sie sind verfassungsfeindlich, sie sind extrem frauenfeindlich und sie wollen in Deutschland gerade junge Menschen auch ködern. Und sie haben auch leider Zulauf und insofern sind sie durchaus gefährlich. Ich weiß nicht, jeder Salafist ein Terrorist, aber die Terroristen, die in Deutschland und der westlichen Welt Anschläge verüben wollten, kommen aus dem Salafismus. Und insofern ist es eine extrem gefährliche Organisation und deshalb müssen wir davor warnen, dass man eben nicht nur den Koran verteilt, sondern dass sie auf junge Menschen gerade zugehen, sogar auf junge Frauen, obwohl es total frauenfeindliche Organisation ist. Wie viele Lügen habt ihr erzählt über den Islam, über die Rolle der Frau im Islam? Trotzdem, die Mehrheit, Allahu Alam, sind wir konvertierte Schwestern. Eine Mutter ist wieder bereit zu spenden. Genau dieselbe Mutter, Achim. Genau dieselbe Mut ist wieder bereit zu spenden. Nächste Woche kommt die Spende, inshallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eine Schwester rief uns an und sagte, ich habe eine konvertierte Schwester, die bereit ist, 30.000 Euro zu investieren.
Was passt ihm nicht, dass in Köln fast über 1300 Korane verteilt wurden? Das passt ihm nicht. Weil die Menschen sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Weil sie selber lesen wollen und nicht den verlogenen Medien zuhören wollen. Weil sie ganz genau wissen, bei einigen Menschen schaltet sich der Verstand ein. Die sagen jetzt, nein, wir glauben dir nicht mehr. Wir wollen die Wahrheit sehen. Und sie wollen den Koran. Und wie gierig sie die Korane wollen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Allah, Allah, you are my all, you are my love, words can't describe my love for you. Allah, Allah, you are my love. Für mich persönlich fand ich es jetzt gerade gut, weil ich jetzt gratis und Koran zu Hause habe und da immer halt reingucken kann, wann ich möchte. Wir haben ja Religionsfreiheit, mich interessiert, was im Koran steht. Das ist der ganz große Glück. Ich bin katholisch, der Papst hat es nicht verboten, von daher bin ich damit einverstanden. Das ist halt, ja, ein freies Land, kann man machen und vielleicht fördert das ja den Dialog, sag ich mal so. Neugierig sind die Mainzer und von einem Verbot, wie es jetzt häufig gefordert wird, halten sie nichts. Halte ich gar nichts davon, weil Verbote, denke ich mir, verschärfen nur die Zeit. Ich bin praktizierende Christin, ja, und von daher interessiert mich diese ganze Aktion hier. Mir ist egal, was jemand liest, wichtig ist, wie er sich verhält. Trotzdem sollte man sich für alle Bevölkerungsschichten interessieren. Wir müssen miteinander leben. Und friedlich miteinander leben, das ist mir wichtig. Ich habe schon einen Koran bei mir seit längerem im Regal stehen. Der steht zwischen der Bibel und einem Buch über Buddhismus. Ich informiere mich lieber, bevor ich den Mund aufmache. Mich interessiert die Bibel, hat mich interessiert und jetzt möchte ich auch mal den Koran lesen. Das Interesse der Menschen hier in Hannover beachtlich. In 2 Stunden werden 800 Exemplare verteilt. Weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn ich darüber diskutieren möchte, dass ich weiß, was drinsteht. Und diese Menschen haben ein Recht, über diese Religion zu erfahren, indem sie den Koran lesen. Aber das wollen sie uns verbieten. Und das nennen sie dann Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Ich habe noch nie ein Dawa-Projekt gesehen, was so von den Menschen angenommen wurde wie dieses Koran-Projekt. Und das funktioniert auch nur deswegen, weil an diesen Ständen nur der Koran verteilt wird und nichts außer dem Koran. Das heißt, niemand kann behaupten, dass es zu einer bestimmten Gruppierung gehört oder einer bestimmten Ansicht, einem bestimmten Scheich, einem bestimmten Land, einer bestimmten irgendwas. Niemand. Weil es durch die Medien sehr viele Vorteile durch den Islam gibt. Islam wird bei den Deutschen sehr oft mit Terrorismus und Gewalt verbunden, was aber ganz strikt vom Islam abgelehnt wird. Deswegen verschenkt man den Leuten einen Koran, damit sie selber darüber ein Bild machen können. Sie sehen ja selber, die Leute kommen, nehmen sich einen Koran, gehen weiter. Es ist ja nicht so, dass wir jeden zur Seite ziehen, eine Stunde mit ihm predigen oder sowas. Die Leute kriegen einen Koran und gehen weiter ihren Weg. Wir sehen überall auf der Welt die Christen, die ihre Bibel umsonst verteilen. Überall. Ganz besonders in den islamischen Ländern. Warum die Muslime noch nicht auf die Idee gekommen sind, das war mir immer ein Rätsel. Ja, bis zu diesem Projekt hat. Und auch die Reaktion der Leute ist eine ganz andere. Wir haben so viele Leute getroffen, die wollten schon lange mal den Koran lesen. Die würden aber nicht 500 Meter weiter gehen in eine Bücherei und 15 Euro dafür ausgeben. Ja, das machen die einfach nicht. So haben sie jetzt die Gelegenheit, einfach ja, spontan in der Fußgängerzone einen Koran mitzunehmen und viele greifen zu. Wir haben am ersten Wochenende, sind bei uns in Münster 300 davon, ungefähr 300 haben wir davon verteilt. Und das hört nicht auf. Am Wochenende an einem Tag, wo wir stehen, das sind meistens so um die 200. Ich weiß gar nicht, wo die Leute immer herkommen. Also ich habe, wie gesagt, ein Projekt wie dieses noch nicht erlebt.
so einen Erfolg und so eine Zustimmung unter den Menschen, ja, war mir bisher fremd. Und deswegen, die Geschichten ziehen nicht mehr bei vielen Menschen mit den Medien. Und durch den Koran werden sie viele andere Lügen, die ihr macht, auch entdecken. Inshallah, die Wahrheit werden sie entdecken. Und davor habt ihr Angst. Und wie gesagt, wir werden weitermachen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Ja? Aber diesmal sage ich ganz klar, Achim, inshallah, dass, wenn sie kommen, auch die Geschwister, die zuhören, macht keine Interviews mit ihnen. Und ihr werdet sehen, in dem Video, inshallah, wie sie sich selber blamiert haben, inshallah. Journalisten sie ansprechen, werden sie unfreundlich, besonders wenn muslimischstämmige Journalistinnen sie ansprechen. Wir rufen zum Islam auf. Und Islam ist die Wahrheit. Und wer Islam nicht annimmt, der wird für Ewigkeit in die Hölle gehen. Wie stehen Sie denn zu der Demokratie? Ist das vereinbar mit dem Koran und der Scharia? Ja, was sagen Sie denn dazu? Ich frage Sie. Frage Sie als erstes Mal. Für mich ist das vereinbar, ja. Ja, okay, dann beweisen Sie es mal aus dem Koran, dass es damit vereinbar ist. Und Sie sagen, es ist nicht vereinbar? Beweisen Sie es mir. Ich kenne den Koran nicht so gut wie Sie. Wie können Sie dann sagen, dass das miteinander vereinbar ist? Die haben sich gerade selbst einen Knockout gegeben. Und das zeigt, dass sie unehrlich sind. Und mit unehrlichen Menschen reden wir nicht. Aber glaubt mir eins. Es gibt viele Menschen dort draußen, die ehrlich sind. Sehr, sehr viele. Und das sehen wir, Alhamdulillah. Und die nicht mehr auf diese schwachsinnigen Sachen reinfallen. Alhamdulillah. Diese Sache, ja, stärkt nur unseren Iman. Inshallah. Diese Ereignisse spornt uns noch mehr an, Dauer zu machen. Noch mehr an, dass wir zu Allahs Religion rufen. Weil die Menschen ein Recht auf die Wahrheit haben. Weil die Menschen, ja, durchsichtig sind nach der Wahrheit. Und wir sehen es, wie viele Menschen zu dieser Religion konvertieren. Vor allem Schwestern. Ich habe euch gesagt, macht euch keine Sorgen. Allah subhanahu wa ta'ala beschützt seinen Buch. Wie ihr seht, alhamdulillah, 100.000 Koran-Exemplare sind heute gekommen. Das ist die 5. Auflage. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir müssen weitermachen, liebe Geschwister. Deswegen mein Aufruf an euch, liebe Geschwister. Wir müssen ehrlich sein und aufrichtig. Macht viel Dua und opfert euer Besitz und Geld und Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sage ich noch zuletzt, inshallah ta'ala, قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ. Stirbt in eurem Neid. Das ist die Wahrheit. Und ihr müsst wissen, liebe Geschwister, Wallahi al-Azim, wenn das nicht die Wahrheit wäre, dann würde keine einzige, egal wie klein diese Zeitung ist, über dieses Projekt schreiben. Aber die Leute sehen, wie effektiv diese Kampagne ist und wie erfolgreich auch dieses Projekt ist. Wir haben euch, Alhamdulillah, wir haben nichts dazu gesagt, zu diesen Lügen, die in den Medien waren, weil wir wollen Taten folgen lassen. Hier ist unsere Antwort, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und das gilt, das ist nicht, weil wir clever sind oder schlau sind oder gute Kontakte haben. Oder das ist allein Allah subhanahu wa ta'ala zu verdanken. Und euch, liebe Geschwister, vergiss nicht, Dua zu machen in der Nacht. Vergiss nicht zu spenden, vergiss nicht eure Zeit, inshallah ta'ala, fi sabilillah zu opfern. Wie ihr seht, das ist kein Koran von einer bestimmten Internetseite oder von Ibrahim Abu Naji, sondern das ist die ungefähre Übersetzung, inshallah ta'ala, des Korans. Eine Übersetzung, die es schon seit Jahren gibt, aber die verkauft wurde, mit der Geld gemacht wurde. Und jetzt, wo die effektiv ist und den Menschen erreicht, wird sie bekämpft. Ja? So, Achim, wir haben nichts verbrochen, gar nichts. Alhamdulillah. Fertig. Was Ihnen nur stört, ist, dass wir zur Wahrheit rufen. Und die Wahrheit heißt Islam. Ganz, ganz einfach. في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل.